Gitarrenspielerinnen und Gitarrenspieler, heute ein neuer Song für euch, ganz einfach, und zwar von Weezer, Island in the Sun. Der hat ganz viele Akkorde, das ist einmal der E-Moll, dann haben wir den A-Moll, den D-Dur und den G-Dur. Ich zeige euch gleich mal, wie wir am besten spielen. Wir fangen also an mit dem E-Moll, dann wechseln wir auf A-Moll, dann der D und dann der G. Das Schlagmuster ist eigentlich auch ziemlich leicht zu lernen. Ich fange aber ganz langsam an, damit ihr mitkommt. Wir schlagen den E-Moll zweimal ab und einmal auf. Und zwar geht es wie folgt. Ab, ab, auf. Ab, ab, auf. Ab, ab, auf. Dann wechseln wir auf den A-Moll. Den schlagen wir dann zweimal ab. Und dann wechseln wir auf den D-Dur. Den schlagen wir dreimal auf. Und zum Schluss kommt der G einmal. Ja, ich mach's nochmal. Also, ihr schlagt folgendermaßen den E-Moll. Ab, ab, auf. Dann kommt der A-Moll mit ab, ab. Dann kommt der D-Dur mit auf, auf, auf. Und der G-Dur mit ab. Mal langsam, also ab, ab, auf, ab, ab, auf D, auf, G ist ab. Also E, E, ab, ab, auf, dann wieder ab, ab, D wieder auf, G. E, A-Moll, D, 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 G. Also eigentlich ziemlich einfach zu spielen. Das Schlagmuster ist am Anfang ein bisschen tricky, aber ich glaube, wenn ihr ein bisschen übt, dann solltet ihr das ganz gut hinbekommen. Ich wiederhole es aber gerne nochmal für euch ganz langsam. Ihr fangt also an mit dem E-Moll. Den schlagt ihr ab, ab, auf. Wechsel auf A-Moll. Dann wieder ab, ab. Wechsel auf D. Dann auf, G, ab. Dim, 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 dim. Könnt ihr den ganzen Titel durchspielen und dann könnt ihr ganz leicht von Weezer Island in the Sun spielen. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns eine E-Mail an post@gitarrenspieler.com oder schaut bei uns vorbei unter gitarrenspieler.com. Bis dann, alles Gute, euer Mike. Ciao, ciao.